Alles clean. Und wenn, dann kommt doch eh bald die Bella und putzt alles hier. Das ist ja ihre Aufgabe. Wieso soll ich das denn machen hier? Puh, Frechheit. Heißt, haben wir eigentlich gewonnen letztens bei dem Spiel? Ja, wir haben schon 804 Bucks eingenommen beim letzten Mal zocken. Super. Ich sag's einfach Bucks, weil dieses Simoleons da ist mir irgendwie zu doof hier. Gut, dann boxen wir noch ein bisschen. Schläge üben, bevor wir zur Arbeit gehen, damit wir Power haben. Stinken tun wir ja eh nicht. So ein bisschen üben für die Arbeitskollegen, wa? Damit die wissen, was sie erwartet. Hol dir mal eine Putzfrau. Nee, muss ich ja nicht. Das macht doch meine Geliebte. Wenn sie kommt, dann machen wir Techtelmechtel. Nachher putzt sie das ganze Haus komischerweise. Das ist schon okay. Ich muss auch noch wieder ein paar Romane schreiben, damit ein bisschen mehr Geld reinkommt. Das kleine schwarze Heart Gags, wie Herzchen. hab mir nur gedacht, wieso du das WC nicht auf diese freie Stelle stellen konntest. Ach so. Ich weiß auch nicht. Ich schätze mal, da muss doch ein bisschen. Das ist immer so der Weg. Wenn du jetzt hier auf Baumenü gehst, hast du doch hier so eine Art. Siehst, daneben muss auch noch frei sein. Die ist so dick, die braucht die ganze Fläche hier. Die braucht die ganze Fläche hier, um rauszukommen. Siehst es ja. Huch, jetzt habe ich. So. Deswegen, hier muss auch frei sein, dann kann. Ich könnte, hätte das WC, glaube ich, hinstellen können, wenn ich die Schüssel weggehauen hätte. Aber brauchst du nicht unbedingt hier. Ich muss dann immer pieseln. Ich habe eine Stahlblase. Ja gut, dann laufen wir noch so ein bisschen hier in der Früh. Trainieren. Trainieren, bis an die Grenzen gehen. Schauen wir mal. Whoa, the fuck? Hast du das gesehen? Bitte nur zu schnell hier. Copy and paste. Lol. Jetzt Speedruns. Jetzt Speedruns. Yippie. Yay. Oh, ich habe Rechnungen zum Zahlen. Zahlen wir die mal schnell, bevor hier der Ding kommt hier. Der Gerichtsvollzieher. Lol, too fat. Hat einer Bock auf Skype oder TS? Mir ist langweilig. Hier, wie langweilig hier? Das ist doch nicht nett. Ich quatsch doch hier mit euch die ganze Zeit hier. Erstmal zahlen hier. Ich muss schauen, dass ich ein paar Bücher noch schreibe. Ich krieg zu wenig Kohlen rein. Und wir despawnen. Servus, grüß dich. Protein-Einhorn? Sehe ich das richtig? Protein-Einhorn. Servus, grüß dich und hallo. Yo, hey. Plex. Das ist ein E, oder? PLY. Plyex, grüß dich. So, was haben wir denn? Schlampiger Code. Uschi bemerkt, dass ihr neuer Kollege einen fetten Bug verursacht hat. Sagt sie dem Produzenten Bescheid oder hält sie den Mund und versucht, den Fehler zu beheben? Na, mach mal, beheben wir den Fehler. Diesmal sind wir nett, letztes Mal haben wir die Arbeit weitergegeben, diesmal sind wir mal einfach nett. Probieren wir es einfach hier. Hey, du musst fragen, bevor du irgendwas postest. Sorry. Hast du noch andere Sims-Folgen? Wie meinst du andere Sims-Folgen auf YouTube oder so? Oder jetzt hier aktuell? Hey, der echte, merci für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir. Warte mal, ich entbann dich mal hier. Bitte fragen, bevor ihr irgendwas postet mit Links oder mit IPs oder irgendwas. Dann sperrt euch der Nightbot nicht. Slash unban hier. Hey. PL Plex, warte, ich band dich schon schnell. Ja, dieser ganze Stream kommt 1 bis 2 Stunden nach dem Stream, ist dann auf YouTube, da kannst du weiterschauen.
Die ganzen 9 oder 10 Stunden kommen dann. Werde ich später nach dem Stream, sind sie da. Hey, die June. Merci für dein Follow, hab Spaß. Genieß die Show und liebe Grüße aus München. Warte mal kurz. Unban. Jetzt halt. Bist entbannt hier. Da, bitteschön. Proteine hin. Und merci für dein Follow, hab Spaß. Genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir hiermit. Ich rekorde aktuell, was ich aufnehme und für YouTube auch, deswegen läuft doch keine Musik hier, deswegen haben wir da oben so einen Platzhalter. Und wenn der Stream hier vorbei ist, alles, was ihr hier seht, hört, lest, ist danach auch auf YouTube. Muss ich es halt dann kurz umladen, benennen und dann könnt ihr es alle sehen, den ganzen Schmarrn hier, die letzten Stunden. Mache ich sofort dann nach dem Stream. Jo, kein Problem, sehr gerne. Nur Junes, okay? Alles klar, Junes. So, korrigieren wir den Bug hier. Unsere Uschi, ich habe hier einen Sims kreiert, der heißt Uschi. Ich sage eigentlich immer so Uschi, hey Uschi da, hey Uschi sowas. Und deswegen dachte ich mir, nenne ich gleich den Sims Uschi Gags. Hat sich halt so ergeben hier. Und dann schauen wir mal weiter. You have banned GaxTV. No, I can't ban myself. It's not possible. Wie lange streamst du noch? Solange Leute da sind und Spaß haben und mich unterhalten und ich euch unterhalten kann, streame ich noch. Meistens so ab 3 beschließe ich dann, ob ich noch weiter streame oder nicht. Kommt darauf an, wie viele Leute da sind. Aber hey, es kommen noch immer mehr, immer wieder neue und das passt doch so weit, so gut, sage ich mal. Schauen wir mal, noch ist jetzt kein Ende in Sicht. Kann ich das gar nicht genau sagen. Wie lange ihr zuschaut und Spaß habt. Wenn ihr weggeht, gehe ich auch weg. So ungefähr, sage ich das mal. Und ja. Jetzt duschen wir erstmal. Sind immer schmutzig aus der Arbeit nach Hause gekommen. Ja. Jo, läuft, ja. Finde ich cool. Macht Spaß. Und die Uschi war am Anfang eigentlich eine schöne, dünne. Nur habe ich ich habe erstmal zu viel gegessen. Viel am Computer bin ich gesessen und habe hier programmiert und so einen Schmarrn gemacht. Ich habe da so eine komische Programmiererkarriere eingeschlagen, Techniker irgendwas. Und habe beim Charakterstellen ein bisschen zu groß die Brüste gemacht. Das heißt, man kann auch den Char so drehen und jedes Mal beim Drehen habe ich irgendwie an den Brüsten gezogen, statt zu drehen. Das ist immer größer geworden. Ich habe es dann nicht mehr korrigiert. Aber wir machen das schon. Wir schlagen hier noch eine Sportlerkarriere ein. Wir haben schon eine schöne Dame, die uns auch liebt und die wir auch lieben und so weiter. Gags are Business, ja. Ja, beste Mannschaft, Jungs, follow die mal. Vielen Dank hier. Um die 20 davon sind im Halbschlaf. Macht ja nichts, ist doch okay. Hauptsache, sie zählen ins Video, oder? Na, Batman kommt morgen früh und ich habe keine Lust zum Schlafen. Ja, das erklärt alles. Ja, mit Batman rede ich dann schon, das passt schon. Das ist so nicht so schlimm hier. Oh Mann, ist die. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber das ist nicht so geplant gewesen. Erstmal essen wir wieder Chips. Also, beste Mahlzeit. Hier, schnelle Mahlzeit, Chips. Das ist das Beste zum Abnehmen. Schön Chips essen. Und dann werden wir uns nachher wieder Bella einladen. Bella ist unsere Geliebte. Die hat ihren Mann auch für uns verlassen. Die haben wir uns angelacht. Wir haben mit Bella schon ein Techtelmechtel. Wir haben schon mit einer anderen Techtelmechtel. Ein paar haben wir schon. Hier Spaß haben lassen, teilhaben lassen in unserem Leben. Ich spiele halt gerne Frauen in Computerspielen, sage ich jetzt mal. Ich möchte keinen Mann die ganze Zeit hinterher schon. Ich mag Frauen im echten Leben, ich liebe auch Frauen, sind wunderbar. Deswegen habe ich mir die erstellt, die sah am Anfang etwas anders aus, aber das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Ach so, eine Freundin, eine Freundin. Wie geht das mit den Kindern? Nee, das heißt Techtelmechtel im Spiel. Das ist nicht Flachgelegt, das ist was ganz anderes. Das können wir doch nicht hier als Livestreamer sagen. Das kommt dann nachher auf YouTube, das ist doch hier nicht so schön. Techtelmechtel, das ist doch ganz knuffig. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Kindern geht. Ich habe das noch nicht gemacht, du. Ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert, um die Kinder. Ich habe erstmal versucht, am Park einige zu treffen, mit denen zu reden, dann Spaß zu haben, dann mich ein bisschen um die Karriere zu kümmern. Geld zu verdienen, habe ich 50k, ich habe schon 20k ausgegeben. Einige Bücher habe ich am Anfang geschrieben.
werde jetzt schön langsam das ganze Equipment austauschen in teureres und dann hier im Haus vielleicht so ein Gym hinstellen, anbauen und so weiter. Langweilig. Mann und Frau. Ich habe jetzt hier Frau und Frau. So, na gut, was haben wir denn hier noch? Hier steht, wir müssen. Ach, wir haben Beförderung. Wir müssen jetzt zwei Spiele modifizieren. Machen wir. Ich möchte mich erstmal um den Job kümmern, damit wir hier diese ganzen komischen Quests erledigen. Und dann können wir den Job wieder quitten, halt hier kündigen. Und dann können wir wieder selbstständig arbeiten und müssen sie nicht an irgendwelche festen Arbeitszeiten hier gebunden. Ist immer blöd sowas. Programmieren und Spiel modifizieren. Adoptier mal ein Kind, das wird bestimmt witzig. Mach mal, wir werden dann mit Bella zusammenziehen, noch mehr Spaß haben und dann schauen wir, ob das geht. Funzt es mit Kindadoption? Geht das überhaupt? Programmieren? Spiel modifizieren? Natürlich, My Sims Go Mod, machen wir eh. Warte, er redet gerade von Kindern, die im Park treffen und Spaß mit denen zu haben, in einem Satz. Habe ich nicht gesagt? Das habe ich nie gesagt hier. Ich bin ja nicht der Felix, du. Ich komme aus England. Oh, England. UK, man. Nice. Mal kurz schauen hier. Die spielen noch, okay. Ja. Gut, nicht gut Deutsch. It's fine, man. Talk English with me. It's no problem. So, dann werden wir erstmal das. Ist ein bisschen langweilig jetzt, da wir irgendwelche Sachen machen müssen wegen der Quest, um das zu erfüllen. Aber wir werden dann wieder auf Achse gehen, in der Bar abhängen, einige Leute kennenlernen, Blödsinn machen. Sehen wir auf YouTube. Klar, sicher. Nee, ich hab, was ich gemeint habe, mit Bella zusammenziehen und dann mit ihr viel Spaß haben und dann, wenn das mit dem Punkt. Und wenn es mit dem Adoptieren geht, mal schauen hier, ob ich mir zu den Stress antue. Honey Nut One, hey, thanks for the follow, appreciate it. Enjoy the show, have fun and greetings from Munich, Germany, wherever you are in this whole wide world. Hey, merci für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, wo auch immer du dich da draußen befindest. Mal schauen, müssen aufpassen, nicht dass Bella anklopft, die möchte immer hier mit Uschi Gags ein bisschen Spaß haben. So, eins haben wir programmiert. Programmieren. Modifizieren, Sportspaß passt. Und dann haben wir den Schmarrn für die Arbeit erledigt. Ich finde es immer doof, dass man dann in die Arbeit muss zu bestimmten Zeiten und so. Das ist irgendwie blöd. Das jetzt. Erledigen wir die Quest, kündigen wieder und können wieder Bücher schreiben. Und für Bücher schreiben ist super. Ich habe am Anfang angefangen, 10 Bücher geschrieben. Und damit habe ich meine 70k gemacht. Fertig. Immer wieder ein Buch geschrieben, das war's. Dann kann man abhängen und Blödsinn machen, was man will. Wie oft streamst du so jeden Tag, jeden verfluchten Tag hier? Immer wieder, jeden Tag. Ich streame jetzt seit 91 Tage und jeden Tag streame ich hier. Hauptstreamzeit ist meistens von 3 bis 3, mal früher, mal später, kommt drauf an. Ich habe einige Arzttermine. Ich habe Physiotherapie, muss ich gehen, Arzttermine. Momentan bin ich verletzt, kann auf beiden Füßen nur den großen und den kleinen Zeh bewegen. Ich kann momentan nicht gehen. Nur auf den Fersen humpeln und streame ich jeden Tag. Ich habe jetzt heute erst um 6 angefangen, aber poste jeden Tag irgendwelche komischen Geschichten auf Facebook. Da sieht es ja meistens als erstes, wann ich streame, wann es Geschenke gibt, wann es Giveaways gibt. Und unter dem Stream ist auch zu lesen, was ich so streamen werde für euch, mit euch, gegen euch, um euch herum. So, jetzt haben wir das. Hey, Devilus, grüß dich! Sieht Gags mich wohl in seinem Stalk-Programm Web. Ich komme mit Handy on komm. Bitte was? Hey, Devilus, schön, dass du da bist. Um die Zeit, nice. I don't go to school, I look the stream and learn German. Awesome, man, awesome, man. Gegen euch streamen, naja, nee, spielen. Gegen euch spielen, zocken. Ich zock ja meistens mit euch zusammen, wenn ich irgendwas spiele, was geht. Das ist jetzt noch nicht Multiplayer-fähig. Okay, das ist ja cool. Bitte macht doch so bis 6 oder 7. Ja, schauen wir. Solange Leute da sind und wir uns unterhalten. Hi, war das Giveaway? Wir haben schon zwei Giveaways rausgehauen heute. Und werde auch morgen, schätze ich mal, Sims zeigen. Ich mache es meistens so: Ich zeige euch neue Spiele am Release-Tag.
Und auch meistens, wenn das Spiel gut ist, danach. Ich werde am Release-Tag auch Spiele verlosen und wenn es passt, auch danach.